Vers 32. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, dessen transzendentale Gestalt voller Glückseligkeit, Wahrheit und Wirklichkeit ist und daher in herrlichster Pracht erstrahlt. Jedes der Glieder dieser transzendentalen Gestalt erfüllt die vollständige Funktionen aller Organe und sieht, erhält und manifestiert ewiglich die unendlichen Universen, sowohl die spirituellen als auch die materiellen. Erläuterung: Weil an weltliches Wissen gekettete Menschen an spirituellen Dingen wenig Geschmack finden, kommen in ihnen schwere Zweifel auf, wenn sie eine Beschreibung der Spiele Krishnas hören. Sie glauben, die Wahrheit, Tattva, in Bezug auf Krishna sei nichts weiter als das Hirngespinst einiger Gelehrter, beruhend auf ihren Erfahrungen mit den in der materiellen Welt herrschenden Prinzipien. Um diesen schädlichen Zweifel zu beseitigen, versucht Brahma in diesem und den drei folgenden Shlokas, nachdem er auf rationale Art und Weise zwischen der spirituellen und der materiellen Natur unterschieden hat, das Verständnis der reinen Krishna-Lila zu vermitteln. Ein Verständnis, das ihm durch seine unvermischte ekstatische Trance zuteil geworden war. Brahma möchte hier klarlegen, dass die Gestalt Krishnas vollkommene Existenz, vollkommenes Wissen und vollkommene Glückseligkeit ist, wohingegen alle weltlichen Erfahrungen mit offenkundiger Unwissenheit behaftet sind. Und obgleich zwischen beiden ein deutlicher Unterschied besteht, lautet die fundamentale Wahrheit, dass die spirituelle Natur die absolute Quelle ist und daher Verschiedenartigkeit und Vielfalt in ihr allzeit gegenwärtig sind. Durch diese beiden Prinzipien werden das transzendentale Reich, die Gestalt, der Name, die Eigenschaften und die Spiele Krishnas geprägt. Nur jemand, der reines spirituelles Wissen besitzt und von jeglicher Beziehung zu Maya frei ist, kann Krishnas Spiele der Liebe überhaupt wertschätzen. Das transzendentale Reich, der Ort, an dem Krishnas Spiele stattfinden, das von der Chit-Energie ausgeht und aus Chintamani, dem transzendentalen Stein der Weisen, besteht, sowie Krishnas Gestalt, sind spirituell. So wie Maya das verzerrte Spiegelbild der spirituellen Energie ist, so ist auch die von Maya, Unwissenheit, geschaffene Vielfalt eine verzerrte Spiegelung der spirituellen Mannigfaltigkeit. In der materiellen Welt ist demnach nur eine gewisse Ähnlichkeit mit der spirituellen Mannigfaltigkeit wahrzunehmen. Trotz dieser Ähnlichkeit sind die beiden voneinander völlig verschieden. Das ungesunde Wesen der Materie ist ihr Nachteil. Im spirituellen Reich indessen gibt es eine Vielfalt, die von jedem Defekt und jeglicher Verunreinigung frei ist. Die Seele und der Körper Krishnas sind identisch, wohingegen der Körper und die Seele gefallener Geschöpfe nicht das Gleiche sind. In der spirituellen Sphäre gibt es nicht, wie in dieser Welt, den Unterschied zwischen Körper und Seele, den Gliedmaßen und ihrem Besitzer oder den Eigenschaften und dem sie besitzenden Objekt. Bei den bedingten Seelen jedoch sind solche Unterschiede Realität. Krishna besitzt zwar ebenfalls Gliedmaßen, doch jedes von Krishnas Gliedern ist gleichzeitig er selbst. Krishna kann mit jedem einzelnen seiner Körperteile das volle Spektrum göttlich-spiritueller Funktionen erfüllen. Somit ist er ein unteilbares Ganzes und ein vollkommenes transzendentales Wesen. In Klammer Om Purnam Adha Purnam Idam.
Sowohl die Jiva-Seele als auch Krishna sind transzendental. In diesem Sinne gehören sie zur gleichen Kategorie, aber sie unterscheiden sich insofern, als in der Jiva-Seele die transzendentalen Eigenschaften in unendlich winzigem Maße existieren, während sie in Krishna in Vollendung zu finden sind. Diese Eigenschaften manifestieren sich aber in ihrer Winzigkeit nur dann in reiner Form, wenn die Jiva-Seele ihren unverfälschten spirituellen Status erlangt. Die Jiva-Seele kommt ihrer absoluten Identität am nächsten, wenn durch Krishnas Gnade die spirituelle Kraft der Ladini Shakti in ihr erscheint. Dennoch bleibt Krishna das Objekt universaler Verehrung, da er gewisse einzigartige Eigenschaften besitzt. Diese unvergleichlichen Eigenschaften, 4 an der Zahl, sind nicht einmal in Narayana, dem Herrn von Vaikuntha, in den urersten Purusha-Avatars oder in den höchsten Göttern wie Shiva zu finden, geschweige denn in den Jivas.